Machen wir da mal ein Selbstgespräch mit einem alten Holofilling-Hasen. Mit einem Dachträumer. Das ist gleich das Update, wo ich gerade reingestellt habe mit dem Hasen. Man sollte sich die Mühe machen, wenn man das durchgeht. Können wir eventuell danach noch kurz machen, dass wir uns das anschauen? Es ist jetzt definitiv so, dass es wirklich so extrem einfach ist. Der Einzige, der dir das schwierig macht, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Man nennt es schlichtweg und einfach dein Ego. Und dass ich immer wieder darauf hinweise, dass die Elementaraussage, die ich mache, da gibt es nichts zum Diskutieren. Alles in jeglicher Art von Religion, diese tausenden von Beispielen angepasst, du landest immer wieder in einem und demselben Zentrum, in demselben Mittelpunkt, der du selbst bist. Das heißt jetzt, dass ich jetzt, wir gehen nochmal ganz einfach in die klassische Arithmetik. Das ganze Spiel beginnt, hast du mal den Punkt, den wir setzen. Und jetzt wissen wir, dass dieser Punkt ganz normal jetzt in der Physik, beziehungsweise, Entschuldigung, in der Arithmetik oder in der Geometrie ist, das mal die Definition eines dimensionslosen Nichts. Ich kann nicht sagen, der Punkt ist eindimensional, da denkt man in der Regel schon an eine Linie oder eine Strecke. Der Punkt ist das mal absolut gesehen ein dimensionsloses Nichts. Einen Punkt, den ich setze, braucht aber schon einen Hintergrund. Da bin ich viel drauf eingegangen. Eine Linie oder die erste Dimension ist eigentlich ein Aneinanderreihen von Punkten. Wenn ich jetzt sage, der Punkt ist nichts, ich könnte auch sagen, der ist null. Wissen ist, jetzt sind wir bei dem Spiel mit der Multiplikation und der Division mit der Null. Wissen ist tausendmal nichts. Immer nur Das nichts. ist der Punkt, den ich jetzt einmal in deinen roten Kopf setze und dann streckst du den roten Punkt zu einer Strecke. Jetzt hast du bei einer Strecke aber schon zwei Punkte, wenn man den normal, wenn man die begrenzt, nämlich am Anfang und am Ende. Das ist also hier dieser Blickwinkel. Du musst jetzt immer wieder wissen, du schaust jetzt zwar hier auf die eine Seite, aber genau genommen fällt es in den Punkt zusammen, der diesen Blickwinkel vor sich aufspannt. Gut? Wenn ich jetzt dann sage, ich mache die zweite Dimension dazu, dann tue ich also hier eine Linie, ich nenne es mal eine Reihe, ist schöner, die Reihe heißt ja Spiegelwahrnehmung. Oder RAI im Kopf des Schöpfergottes ist eine Wahrnehmung. Und jetzt denkst du dir den klassischen Spiegeltunnel, das habe ich so oft gesagt. Ganz einfach, wir machen ein Lämpchen, das sagen wir, das ist ein Geist. Und das stellen wir zwischen zwei Spiegel rein, Reihe. Und Spiegel wir denken existiert. jetzt, dieses Lämpchen wäre Bewusstsein und es schaut zwischen den zwei Spiegeln in den einen Spiegel. Dann ist vor ihm eine unendliche Reihe von Lämpchen. Und wenn ich jetzt hier, das ist ja ein ausgedachtes Bewusstsein, das Lämpchen. Ich sage mal, wenn ich mich drüber hebe, sehe ich plötzlich, da ist bloß ein Lämpchen und diese Lämpchen sind Divisionen von dem ersten Lämpchen. Das Lämpchen kann man auch das Lamm, das Lämpchen lesen. Lämmchen, genau. Jetzt denk an das englische Wort Lamp und Lamp. Wir tauschen nur P und P. Genau genommen, wenn du jetzt die kleinen Buchstaben siehst, stellen wir den einen bloß auf den Kopf. Wir trennen bloß. Da bin ich schon mal drauf eingegangen mit dem P, mit dem Q, mit dem Dalet, dass die kleinen Buchstaben bei uns eigentlich in Viereranordnung können wir hier, kriegen wir die 186. Das muss man jetzt nicht wissen. Ich mache, ich will auf was ganz was anderes hinaus. Also wir stellen fest, dass schon diese einfache Erkenntnis arithmetisch beweist, dass alles, was wir uns ausdenken, um uns herum ausdenken, letztendlich nur Spiegelungen sind von dem einen ursprünglichen Punkt. So, und jetzt, ich komme jetzt mal zu einer kybernetischen Schleife. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel an Kreis denken, sage ich hier, der Kreis ist an und für sich ein, das nenne ich ein Unendlicheck. Du musst jetzt im Gedankengang etwas mitgehen. Und das kann man sich folgendermaßen vorstellen, dass ich sage, wir denken uns jetzt rund angeordnet ein Achteck, 16-Eck, 32-Eck, 64-Eck, immer mehr, dann wird es ja immer kreisförmig. Ich will jetzt die Bilder nicht hersuchen, so viel Fantasie solltest du haben, dir das vorzustellen. Was jetzt interessant ist, das beginnt eigentlich schon beim Dreieck, beim Viereck, was man den Kreis ja noch nicht so erkennt, Genau, was hier dass grob. immer eine Ecke besteht aus zwei Seiten. Die fallen in einem Punkt zusammen. Und jetzt, wenn du wirklich abstrakt denkst, ist es ja so, dass ein Punkt, den wir uns denken, schon mal zwei Seiten braucht, nämlich den Punkt selber und einen Hintergrund. Genau. Diesbezüglich kann ich jetzt sagen, wieder auf das Vorhergehende, dass ein Kreis, die Peripherie, der Umfang eines Kreises,
eigentlich ein unendliches. Es besteht aus unendlich vielen Ecken, im wahrsten Sinne des Wortes, die dann immer kreisförmiger werden. Dann werden die Seiten, die ich mir jetzt denke, natürlich immer kleiner, weil wir unendlich Punkte machen, vorausgesetzt, wir setzen uns einen ausgedachten Kreis, vor uns hin. Du wirst jetzt feststellen, wir denken uns jetzt einfach mal einen Kreis und den schreiben wir in ein Quadrat ein. Das Bild findest du in der Ohrenbarung, die Mutation. Wo ich dann auch darauf eingehe, wo dann diese berühmte 243,15 bla 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 bla, wo der ganze Kosmos aufbaut, wo in der Weltformel mit drin ist, in den Physikbüchern, das ist schlichtweg das Verhältnis von, ich sag von einem Eineck in dem Quadrat, wenn ich in der Quadrat, wir machen ein Quadrat, das tun wir in vier Teile einteilen und dann machen wir einen Innenkreis. Und dann sage ich mal, die Ecke, die wir jetzt haben, da bin ich oft drauf eingegangen, ist ein Eineck in dem Quadranten von innen nach außen gesehen. Und der Kreisbogen ist praktisch ein Viertel des Unendlicheck. Das ist eigentlich total eines Unendlicheck. Interessant wird es, wenn du jetzt einmal Gedanken machst, wenn wir jetzt um dieses Quadrat einen Außenkreis mit rumlegen. Wie berechnest du da eigentlich dann den Radius oder den Umfang? Und jetzt, wenn einer natürlich nicht arithmetisch interessiert ist, dann sagt er, da komme ich nicht mit, das ist mir zu viel, das ist sehr interessant, du landest dann in der Diagonale des Radius. Genau, die halbe Diagonale. Also die Diagonale das ist, von pass Weg. Auf, dann hast du definitiv, pass auf, Radius, wir haben ja hier, wir brauchen, um das auszurechnen, brauchen wir Pythagoras. Yep. Jetzt pass auf, ohne das, jetzt stell dir das einfach mal vor, ein Quadrat wirklich vorstellen mit einem Innenkreis und mit einem Außenkreis. Um das zu berechnen, müssen wir praktisch in einen Quadranten reingehen und dann stellst du fest, der Außenkreis ist definitiv hier Radiusquadrat mal Radiusquadrat, ist dann praktisch der Radius von dem Außenkreis im Quadrat. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist, aber da kriegst du das C hoch 4, hängt da das C hoch 4 mit drin. Aber worauf ich jetzt hinaus will, das ist eine ganz einfache kindliche Spielerei, wenn man Zeichnung macht. Bist du noch dran? Weil es wird kurz eingefroren. Ja. Es hackt gerade ein bisschen leer, ich merke es auch. Jetzt pass auf. Jetzt, worauf ich jetzt hinaus will, ist die Sache mit dem Unendlicheck. Du hast immer einen Mittelpunkt mit zwei Seiten. Das ist praktisch das, was ich einen Punkt nenne. Bei einem Unendlicheck ist praktisch immer jeder Punkt, den wir uns jetzt natürlich wieder auseinanderdenken. Nochmal vorstellen, Achteck, Sechzehneck, 32-Eck und so weiter, haben wir ja immer, jeder Punkt ist eingegrenzt mit zwei kleinen Seiten. Und das führt dich zur kybernetischen Schleife. Das ist das elementare Problem aller Menschen. Das heißt, du hast nämlich zwei Seiten um dich herum. Du bist ein Bestimmer und du wirst bestimmt. Das gilt für jeden. Wenn du auf der Ebene, wenn du dabei die Hierarchie nicht wechselst, ich werde dir gleich erklären, was ich damit meine. Jeden, den du dir ausdenkst, wo du jetzt sagst, der ist mächtig, ist nur deshalb, der existiert, sagst du mal, nur wenn du ihn denkst. Und du denkst denn ja in Maßsetzung deines jetzigen Schwamminhalts aus. Du denkst jetzt zum Beispiel Politiker aus oder Superreiche aus, Illuminaten aus. Die kannst du dir nur ausdenken, wenn du das Wissen in dir drin hast. Ich sage jetzt praktisch neu zu, alles das, was du bisher meine Meinung, mein Wissen genannt hast, basiert auf angelesenem Wissen vom Hörensaugen. Du darfst keinen Unterschied machen, zwischen ausgedachten Dingen, wenn dir das bewusst ist. Ich sage schlichtweg jetzt mal ganz einfach, wenn du jetzt, und das habe ich so oft wiederholt, wenn du jetzt an ein Marsmännchen denkst, dann ist dir vollkommen klar, dass das jetzt nur deshalb existiert, weil du das denkst und denken tust du dir das schlichtweg und einfach, weil irgendwo mal du was von Außerirdischen oder Marsmännchen gehört hast. Ja, genau. Das heißt, dieser Gedanke, den wir jetzt Marsmännchen nennen, entsteht deshalb in dir, weil du ihn denkst. Und du kannst jetzt den frei ausformen, dass du genau bestimmst, wie das Marsmännchen aussieht. Ob das grün ist, ob das rosa ist, ob es einen eckigen Kopf hat, fünf Augen im Gesicht hat. Egal wie, du hast die Freiheit, dir das denken, zu denken, wie du das willst. Wie sieht es aus, wenn du an den Drum denkst? Wo liegt der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Das heißt, jeden Menschen, den du dir ausdenkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, selbst wenn du an dich selbst denkst, an den, der jetzt vom Computer sitzt. Der übrigens nicht da ist, wenn du nicht an ihn denkst.
Das ist unser Spiel mit dem ersten und mit dem zweiten. Der erste erklärt dir das, was du sofort überprüfen kannst, was du dir bewusst machen kannst. Vorausgesetzt ist natürlich, dass du Bewusstsein bist. Und deine Logik, die materialistische, geistlose Logik, wo auch die ganzen Religionen dazugehören und die Esoterik dazugehört, das sind alles Materialisten. Das wird dir immer mehr bewusst werden, was dich natürlich dann allein macht. Es gibt bloß einen Geist in einem Traum. Du musst einfach nur akzeptieren, erst einmal, dass du jetzt ein träumender Geist bist. Und du weißt, ich sage jetzt, der bist du natürlich auch nicht, weil der jetzt auch wieder was Ausgedachtes ist. Genau. Da bist du schon mehr der, der sich jetzt selbst als einen träumenden Geist denkt. Und das ist wesentlich cleverer, wie wenn du dich jetzt als Trockennasenaffen denkst. Denkst du dich nämlich als Trockennasenaffen, bist du ein sterbliches Säugetier und deine Logik zwingt dir eine Angst auf, dass du diesen Körper, der du ja zu sein glaubst, irgendwann einmal verlierst in der Zukunft. Wenn du ein träumender Geist bist, kannst du dich nochmal auflösen, dann bist du schon eigentlich, wenn du weißt, was ein träumender Geist symbolisiert, ein Nichts, du kannst bloß noch wach werden. Ein Riesenunterschied. Aber ich will jetzt eigentlich zu dieser kybernetischen Schleife. Die habe ich zigfach schon angesprochen in Selbstgesprächen. Was ist eine kybernetische Schleife? Und du wirst jetzt gleich merken, das ist das große Problem, dass du in dem Wahn lebst, zu definieren, wer mächtig ist. Und die Punkte, die du dir jetzt ausdenkst, haben alle zwei Seiten. Darum habe ich das mit den Unendlichkeit erzählt. Und um das ganz einfach nochmal vom Punkt zu bringen, du musst jetzt erst einmal ein geschlossenes System denken, das nennen wir jetzt ein Zimmer. Z im Meer, die Geburt im Meer. Das ist immer nur, zuerst einmal eine Gedankenblase. Dann nehme ich jetzt ein Zimmer und dann machen wir jetzt mal drei Parameter rein. Ich könnte das jetzt diese, Antithese, Synthese nennen. Okay, und die nennen wir den Heizkörper Thermostaten, den Regler, den Heizkörper und die Raumluft als Ding an sich. Und jetzt machen wir eine Konstante rein, das ist die Zimmertemperatur. Der Tempus ist der Zeitpunkt. In der Temperatur steckt so geht, ja, der Tempus mit drin. Das hat mit Zeit, ist immer eine augenblickliche Erscheinung. Und wir sagen jetzt, egal wie außerhalb dieses Systems, was da los ist, wir haben relativ konstant plus minus ein halbes Grad in den Zimmer 20 Grad. Können jetzt 26 Grad sagen. Ja, genau. Gut, um eine schöne Zahl zu nennen. Wer bestimmt es, obwohl außen drumherum alles schwankt, dass da innen immer eine konstante Temperatur ist und du wirst feststellen, jeder normale Mensch sagt natürlich der Thermostat, der Regler, der das Tempo bestimmt von der Regelung. Und ich sage, wenn du dir das genauer anschaust, ist dieser Regler jetzt ein Punkt in diesem Dreieck, das ist ein Dreieck. Und ich sage immer wieder, ein Dreieck ist der reduzierteste Kreis, den es überhaupt gibt. Ein Viereck ist schon kreisförmiger, ein Achteck ist noch kreisförmiger. Jetzt können wir das Spiel natürlich auch machen, ein Dreieck, ein Sechseck, ein Neuneck und so weiter und so weiter, ein 18-Eck. Wir können jetzt dasselbe Spiel auch in der Dreierzahl hochspielen, was übrigens sehr, sehr wichtig ist, wenn man genau in die Arithmetik reingeht, da gibt es nämlich drei Reihen. Aber was mir wichtig ist, ist, das reduzierteste Kreis, den es überhaupt gibt, ist eigentlich ein Dreieck. In dieser Metapher. Es ist eigentlich ein Dreipunkter. Ja. Vier Punkte, acht Punkte, 16, 32 Punkte, bis wir zu einem Unendlich-Punkter kommen, was eigentlich der perfekte Kreis ist. Der Kreis, genau. Aber es bleibt dann, dass wir dann trotzdem immer einen Punkt, wenn wir die uns getrennt denken, in eine kleine Ecke reinsetzen. Und was jetzt die zwei Seiten sind in der Ecke, das ist der Bestimmer und der Bestimmte. Das heißt, jeden Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, hat diese zwei Seiten in sich. Das nenne ich These und Antithese. Ich mache es jetzt ganz einfach. Wenn du jetzt spontan einseitig, wie du normaler Mensch natürlich ist, weil du immer nur einseitig denkst, solange du personifiziert bist, bist du einseitig. Ja. Was du zuerst einmal dir klar machen, spontan wird jeder normale Mensch sagen, der Regler, der Thermostat, bestimmt, dass da immer eine konstante Temperatur drin ist. Und jetzt gehen wir einmal in den Kreis, gehen wir einmal um den Kreis rum. Ich sage jetzt, pass auf, selbstverständlich bestimmt der Thermostat, ob der Heizkörper warm wird oder ob er kalt ist. Der Heizkörper ist praktisch, sage ich immer, ein Sklave von dem Thermostaten, weil wenn der Thermostat sagt, Warmwasser, Masch, dann wird dieser Heizkörper heiß, ob er will oder nicht. Und wenn da Stopp, Wasser, Warmwasser, Stopp ist, dann wird er wieder kalt. Also ganz klar, der Thermostat bestimmt. Okay, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und wir denken uns, wir wären der Heizkörper selber und dann werden wir feststellen, die Raumluft ist ein Sklave von uns. Wenn wir nämlich heiß waren,
Du schaust ja immer bloß in eine Richtung, nicht was, wo es herkommt. Mhm. Wenn wir immer heiß waren, dann wird die Raumluft warm, ob sie will oder nicht. Und wenn wir kalt werden, dann wird auch die Warmluft kalt. Das heißt, die Raumluft ist ein Sklave von uns, wenn wir der Heizkörper sind. Wie sieht es aus, wenn wir die Warmluft sind? Dann werden wir feststellen, der Thermostat ist ein Sklave von uns, weil wenn wir heiß werden, dann wird er ab irgendeinem Punkt, wird er sagen, Warmwasserstopp. Und in dem Moment, wo wir kalt waren, wird der Warmwasser einschalten, ob er will oder nicht. Und du merkst jetzt, die Katze beißt sich in den Schwanz. Und so hängt alles mit allem Das heißt, Anfang an. und Ende ist letztendlich eins. Aber du bist jetzt in einem Kreislauf. Da hast du im Laufrad Genau. entspringend tut alles aus dem Mittelpunkt. Das bist eigentlich du. Alles andere, was wir uns jetzt ausgedacht haben, du hast dich in diesen Kreis hineingesetzt, so wie du dich jetzt dreidimensional auf eine Erdkugel setzt, wo du sagst, jetzt ist es hell. Die Temperatur, Tempus ist der Zeitpunkt. Es war vorher und es wird wieder finster werden und es war vorher finster. Du bist schon im chronologischen Denken. Wir können das jetzt unendlich fein stufen, weil du plötzlich feststellst, dass alle, die du bisher als mächtig angesehen hast, dass du da schon mal der bist, der bestimmt, dass die mächtig sind. Selbst jetzt als reiner Ausdenker, wenn du das bewusst machst. Wenn du dich jetzt aber als einen Mächtigen oder als einen Ohnmächtigen siehst, hängst du in der Peripherie als ausgedachte Figur, dann gilt für dich dasselbe. Meinst du, dass der Kanzlerin mächtig ist? Jetzt in der Politik musst du dir bewusst werden. Ich habe in einfachen Sätzen gesagt, jeder, der sich politisch betätigt, der einmal Geld verdient durch Politik machen, muss zwangsläufig in einer Partei sein. Jeder, der Geld verdient, ist in der Regel bei einer Firma angestellt. Ich bleibe jetzt immer bei Angestellten. Das heißt, der Politiker ist erst einmal ein Untersystem seiner Partei. Und in der Partei, wenn du bist, gilt es für dich, das Überleben, die Selbstmanipulation, Geld erhält mich am Leben. Wir haben immer noch den Parameter Macht. Macht haben wollen ist nochmal eine Sache, aber letztendlich geht es immer bloß um Geld. Die Beispiele, und ich kann nur sagen, ich kritisiere nichts. Nochmal, Kritik ist immer eine Bewertung. Ich erkläre das heilige Ganze. Ein riesengroßer Unterschied. Du hast in deiner Traumwelt jetzt gewisse Vorstellungen und ich muss immer wieder auf den Geld aufbauen. Erinnere dich an das letzte Selbstgespräch, wo ich das anspringe, zum Beispiel mit Amazon. Das ist eine Auslegungssache, wo ich dann sage, 91 habe ich doppelt so viel Geld bezahlt wie Amazon. Ich mache jetzt das nur nochmal, um das genauer zu machen. Und dann stellt einer fest, Amazon hat es ja doch 91 eigentlich nur gar noch nicht gegeben. Ich sage, du kannst den Zeitpunkt wegmachen. Das ist, ich könnte es anders ausdrücken, ich habe 91 schon mehr, doppelt so viel Einkommensteuer überwiesen wie Amazon dato bis jetzt überweist, weil die praktisch überhaupt nichts überweisen. Die Zahl, auf die ich aufgebaut habe, war schlichtweg und einfach ein Wert, wo ich gelesen habe, ich glaube, das waren ein bisschen über 80.000 Mark damals, Euro, Entschuldigung, Mark waren noch Mark, Markt über wahrscheinlich. 80.000 Mark, damals über 80.000 Mark, was Amazon Einkommensteuer bezahlt hat. Und da habe ich mehr als das Doppelte bezahlt. Wobei die bis dato auch nicht mehr, es wird so sein, jetzt wirst du recherchieren, dann triffst du wieder verzahlen. Die zahlen eigentlich gar keine Einkommensteuer durch diesen Trick. Also den Zeitpunkt kann man verschieben, darum geht es gar nicht. Das wäre jetzt immer noch aktuell. Aber was jetzt viel wichtiger ist, alles, was du dir vorstellst, hast du irgendwie aus das Internet heraus. Meine Aussage jetzt genauso, die für dich eigentlich vollkommen uninteressant ist. Was mir viel wichtiger ist, ist ein Gerechtigkeitssystem, das man auch zum Beispiel anmaßt über Geld. Und du kannst jetzt ganz einfach mal dich hinsetzen, dass ich jetzt, wenn ich Corona mache, ich kann dir wieder sagen, jeder hat seine eigene Welt. Und ich kann dir ganz definitiv sagen, meine Frau arbeitet seit 17 Jahren im Weißenburger Krankenhaus, das Ding ist leer ohne Ende. Es war während der ganzen Corona-Krise leer. Da sind ein paar Corona-Kranke drinnen, das ist aber Todesfälle oder so überhaupt nichts. Die sind halt auf Corona, weil sie Fieber haben, das ist aber wie wenn einer Lungenentzündung hat. Ja, so Da hat es kann ich ganz Schwierigkeiten. definitiv, das ist keine Verschwörungstheorien. Wie du das verwirklichst, wie du resonierst, ob du Angst um deinen Körper hast oder Angst, deine Freiheit zu verlieren. Du kämpfst immer gegen irgendetwas an. Du hast vor irgendwas Angst und das muss aufhören. Ja, geschehen Du lassen. sollst die Fehler, die dich anschreien, wenn ich jetzt immer auch die Öffentlich-Rechtlichen nehme,
Recherchiere ganz einfach mal in deinem Internet und dann wirst du feststellen, dass die Bosse, das habe ich oft angesprochen, und das sind jetzt Fehler bewusst von mir erschaffen in deinem Traum, in deiner Matrix, dass ein Großteil der Angestellten der Öffentlich-Rechtlichen, vor allem in der ARD der dritten Programme, da sind so unheimlich viele Politiker im Ruhestand zwischengebracht. Teilweise Ministerpräsidenten, die jetzt in ihrer neuen Funktion nach der Politik, das kann man alles aus dem Internet rauslesen. Ich sage, das sind jetzt auch, du musst die entsprechenden Seiten aufschlagen. Ich zeige dir wieder Seiten, wo was anders behauptet wird. Ja, Wir wollen stimmt. jetzt erst einmal durchschauen, was für Möglichkeiten da sind, die jetzt in ihren Positionen, wo sie zwischengeparkt sind, deutlich mehr Geld verdienen, wie sie als Politiker verdienen. Ich weise immer wieder darauf hin, die Programmchefs der dritten Programme der ARD hat jeder einzelne, selbst ob das SWR oder MBR oder sonst was, ist ein höheres Gehalt wie der Bundeskanzler. Weil es jetzt zum Beispiel an Namen fällt mir nicht ein, Ministerpräsident von bla bla bla, der hier diese Hockenheimring, glaube ich, war es, dieses riesiges Chaos verursacht, den Freizeitpark, wo sie machen wollen. Irgendeine Rennstrecke ist des Merkens nicht würdig, der hier hunderte von Millionen, wie unser Andi Scheuer in Sand gesetzt hat, der sich da verantworten hätte müssen, der ist mittlerweile übrigens auch bei den Öffentlich-Rechtlichen mit einem Riesengehalt. Schön. Die waren da alle zwischengeparkt. Und das Prima. ist jetzt so, da außen ist nichts. Du musst irgendwann einmal halt verdammt nochmal das erste und das zweite geben. Du musst aufhören, dich mit den Gedanken von dir zu verwechseln, wenn du begriffen hast, was es heißt, ein Geistesfunken, ein träumender Geist zu sein. Der Leser ist was anderes wie irgendeine ausgedachte Figur. Wir können jetzt sagen, eine höhere Ebene des Buches ist, dass du dich jetzt in deiner Geschichte als ein Leser eines Buches betrachtest, bist du dann immer noch was Ausgedachtes. Wir können einen Roman schreiben, einen fiktiven Roman, wo der Leser eines Buches praktisch in seinen Kopf eine Geschichte erlebt, die das Buch ihm vorschreibt, aber in dem Moment ist der Leser auch schon wieder was Ausgedachtes. Und wer liest dann dieses Buch, wo diese Geschichte geschrieben wird? Wir kommen aus dieser Kette nicht raus, das ist es mit der kybernetischen Schleife. Ganz genau, ja. Du Ganz wirst genau. nämlich jetzt feststellen, viel wichtiger ist, wer bestimmt, dass da 20 oder 22 oder 18 Grad konstant gehalten wird. Der befindet sich nicht in diesem System, sondern ist außerhalb des Systems. Genau. Aber jetzt ist es außerhalb eigentlich das absolute Innerhalb. Das Spiel mit der Spiegelung. Und ich habe heute Morgen habe ich reingestellt, extra hier, wir hatten ein Video über Rede aus Bolivien. Jetzt bin ich auf das Wort Bolivien und so bin ich gar nicht eingegangen. Ich übertrage mal ganz kurz den Bildschirm. Bloß um das vorne weg. Sorry. Das ist jetzt Update, schön geschrieben, Energiewende ins eine Nichts. Diese Energie schön geschrieben, E-Quadrat ist das reine Sein, E-Quadrat ist der Kopf, der Geist Gottes ist E-Quadrat. Doppelt aufgestanden plus minus ist gleich nichts. E-Quadrat sein ist die absolute Weisheit, geschlossen in der E. Können wir nochmal E-Quadrat hinmachen, ins ein E-Quadrat. Nichts. Und da habe ich jetzt Bildschirmfoto fotografiert, siehst du das? Das ist eine außergewöhnliche Rede in außergewöhnlichen Zeiten. Und das halte ich jetzt einfach mal an, rein zufällig natürlich, ich habe das nur fotografiert, ist hier die Energiewende ins Nichts. Jetzt sieht man hier eigentlich schon die Nulllinie, jetzt, das ist jetzt sehr abstrakt, unser Tetraederspiegel oder was ich sage, extern, intern. Wir in Gott ist das Verbundensein der Gott-Universum, das habe ich, der Wirbel. Den Sturm hätte ich noch, Stur M, wird widerlegt, ihr wisst es und widerlegt es. Aber schau dir das einmal an, wo das kommt. Das kommt bei 3,52. Müsste ich normal bei 2,50 schon der Band, den habe ich übrigens hier violett gemacht, das sieht man hier nicht so. Müsste ich eigentlich schon der Geist, die 3 oder C Quadrat und die 2,50 ist ja der Sohn, der Ben. 13, 43. Dann haben wir hier die Aufrufe. 26.12.2020 veröffentlicht. Gut?
Schauen wir jetzt, es ist es wert, sich, ich mache jetzt immer nur einen Wert, da haben wir natürlich immer Plus-Minus-Werte. Beachte 323 steht für einen, für geben, GBN. Ja, genau. Ein bisschen anschauen, auch wenn man das anschaut, immer die anderen Werte mit anschauen, oder wir können GE-Quadrat, da ist ein Fehler dran. Den muss ich gleich ausbessern. Mal schnell, das muss ich mal anschauen. Siehst du, gleich das ist die blöde Rot-Blau-Schreibung hier immer. Die muss man wegmachen. Das mit den Sternchen. So muss es sein. Warte mal schnell. Umständlich. Okay, da habe ich jetzt GE-Quadrat ist der Sohn, der Gottessohn und natürlich auch eine polare Existenz. Mhm. Dann nochmal als nächstes die Uhrzeit. 13:43. Die 13 steht für Liebe, für Einssein. Siehst du, das ist auch verkehrt. Oh. Du hast mich ketzt. Das war nicht meine Absicht. Muss ich jetzt ganz kurz austauschen. Ich kann nichts dafür. Siehst du, weil du mich angerufen hast? Wir sind ja ein schönes privates Gespräch. Du bist freilich schuld. Ja, ich nehme sie auf mich. Das verschiebt sich dermaßen, wenn du da schreibst. So, jetzt passt. Jetzt mache ich das gleich so. Das weil ich hier mal zwei, die mit dem blöden Gepoppel da hier mit die zwei. So, jetzt muss es passen. Die 13 steht für Liebe, für Einssein, unser Echert, die männliche Eins und die Heilung. Die 43 habe ich ja so reichlich, erinnere dich an das Beispiel hier, die Holoarithmetik 2. Mhm. Die Zahl 43 haben wir die 434, 343. Gott, ja. Ist der Große, dann muss man jetzt natürlich wissen, dass das Ross, Sus, Ross heißt, Magier, Mag und die 43, das kann man dann natürlich noch spiegeln, dann kriegst du 3, 4, dann kriegst du den Fisch, den Jesusfisch, der Glücksgott Jupiter. Ja. Wir können ja 4, 3, 3, 4 immer wieder spiegeln, wir können ja rechts, links lesen und links, rechts lesen. Mhm. Dann haben wir hier 175, wenn du aufpasst, hast 908 Aufrufe. Mhm. Dann machen wir einfach 75 als Totalwert, äußerer Wert und als Pyramidenwert. Das kannst du dir anschauen. Es ist es wirklich wert, dass man es anschaut. Mhm. Und die 908 als Totalwert und als Pyramidenwert veröffentlicht. Wir öffnen das folgende wieder de facto hier und jetzt, 26.12.2020. Immer dran denken, jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht hier und jetzt in dir auf. Das ist einfach nur eine Adresse. Mhm. Berashit, inmitten des roten Kopfes von Jahwe. 26 als Totalwert und äußerer Wert wissen wir, als 2,6 gelesen. Das sind immer so Kleinigkeiten, du musst es immer wieder reduzieren, wo wir dann übrigens die Kollektion, die 8 haben. Schau, wenn du reinschaust, das ist dann nämlich in ihm, in dem Jahwe. Mhm. Ist ja die 26 drin. Schau ja. Übrigens, was wir da wieder haben. Mhm. Das ist die 34,43, habe ich gerade. Das Bild will ich jetzt nicht nochmal einblenden, weil ich das so oft eingeblendet habe. Stimmt oder stimmt? Mhm. Dass ihn als Pyramiden gelesen lehrt, wissen wir ja, ist der Vater, der aufblüht.
Und das sind die Kleinigkeiten, die sind sehr interessant, wenn man die Zahlen wertet, die Spiegelungen, wenn man die erkennt. Und jetzt heißt es hier, und jetzt hörst du Geistes von dir diese Rede, die durch Wachträumen und Fantasieren de facto hier und jetzt Moment für Moment, Bild für Bild aus dir selbst herausspritzt. Jetzt musst du wissen, dass dieses Wachträumen, Fantasieren und Herausspritzen ist Hasa. Das heißt auch Wachraum. Ja. Das ist jetzt Träumen, etwas, was ich hinträume. Und das machst du, das ist eine Datei, wo alle Bilder gleichzeitig sind und in dem Moment, wo du die laufen lässt, hast du nur ständig wechselnde Informationen. So wie jetzt auf dem Monitor die Bilder wechseln ständig die Bilder auch deine sinnlich wahrgenommenen Bilder in deinem roten Kopf. Das ist übrigens hundertprozentig sicher und sofort überprüfbar. Und das ganze Spiel, diese ganzen Kleinigkeiten, das ist das Einzige, was du akzeptieren musst, was du dir jeden Moment bewusst machen musst. Was ich jetzt mache mit kybernetischer Schleife, das wird dir dann immer klarer werden. Du wirst neugierig werden. Du wirst auf alles neugierig, was dich nicht interessiert. Das ist das mit die Feinde. Ich spreche das nochmal an. Liebe deine Feinde heißt, fang an, dich für alles zu interessieren, was du bisher bekämpft hast, was du nicht wolltest. Und diesbezüglich ist auch ein Feind, ist all das, was für dich vollkommen von Interessenslosigkeit, Desinteresse ist. Weil das sind alles Puzzlestücke, die dir für deine Heiligkeit fehlen. Diese vielen Internetseiten, die du dir anschauen könntest. Natürlich kommst du sofort in einen Konflikt, weil du ja genau weißt, welche Seiten richtig sind. Dadurch unterschlägst du selber deine Kehrseiten und du bleibst entheiligt. Es ist immer wieder Wahnsinn, wenn du sagst, ich will gesund sein, ich will reich sein, ich will glücklich sein. Und da sagt Oder ein einfaches Beispiel, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Das ist ein Frau und Bauern, der schaut dich an und sagt, was ist das für eine blöde Frage? Ziemlich Was normal. ist besser, etwas entstehen lassen oder etwas zu zerstören? Der Sonnenschein lässt die Sachen wachsen. Und jetzt haben wir irgendwie den Dinge innewohnende Zerstörung. Das können wir jetzt Frieden und Griechen nennen. Eden, Free Eden. Frieden. Free heißt die Frucht, das Erzeugnis des Paradieses. Das heißt, der Frieden steht für das Wachstum. Und der Griech steht für die Zerstörung. Aber der Witz ist, dass ich, wenn ich eine Gestaltveränderung, wenn ich wachsen will, muss ich die Gestalt verändern. Vom Säugling bis zum Greis. Permanent, ja, Ein ständig. ständiger Wechsel. Es ist aber Ständig. immer ein konstanter Parameter, der sich dabei nicht verändert, das bist du selbst. Das ist der sich's ausdenkt. Frohe Selbst. Den müssen wir jetzt aber rot machen, weil sobald wir uns Ja, den genau. ausdenken, wird er auch wieder zerstört. Genau. Das ist, du bist in der Lage, Gott zu zerstören. Aber um was du zerstören musst, ist das da mal existieren. Also jetzt denkst du an Gott und wenn du nicht mehr an ihn denkst, zerstörst du ihn wieder. Ist zerstört, ne? Ist er weg. Das ist natürlich, wenn du das jetzt an religiösen Menschen sagst, diese schöne Schizophrenie der Spiegelung, wo ich jetzt gerade nochmal wiederholen will, mit unserer jetzt ausgedachten Ruth, ein Gedanke in unserem Kopf mit ihrer Familie, wo die komplette Familie plus Verwandten seit was weiß ich, wie lange in einer christlichen Sekte sind. Und sie fängt jetzt an, selber zu denken. In ihr Solo-Feeling aufgetaucht und sie hat resoniert. Jetzt hat sie natürlich versucht, sie zu missionieren. Und jetzt, ich habe das im letzten Selbstgespräch kurz mit gezeigt, wo sie sagt hier, meine ganzen Verwandten sagen, sie ist daran schuld, dass sie die Wiedergeburt Jesus nicht erlebt. In der ganzen Sippe, wo sie ist, komischerweise ist sie die Einzige, die es erlebt. Das Die ist die schafft ja, Schuldige. die ist Das hart, ja, ist die genau. Einzige von der Sippe, die es erlebt, weil die eine komplett falsche Vorstellung haben von dem, von der Wiederkunft Christi. Die Wiederkunft Christi ist die Selbsterleuchtung. Ich sage, wenn ich wiedergeboren werde, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. So schaut's Du aus. weißt doch wahrlich, ich sage dir, ich bin in mir, so wie du in mir bist. Genau. Das kann man jetzt schon auf die Brüssel beziehen. Weil du Geist denkst uns jetzt aus. Das heißt, du denkst jetzt, dass du an den Hubi, du denkst an den Udo, aber der ausgeschlossene Dritte ist der jetzt vom Computer sitzt. Der ist nicht, das ist eine ausgedachte Synthese. Wenn du jetzt an deinen Körper denkst und du denkst an deinen blauen Kopf, befindet sich jetzt in deinem blauen Kopf diese zwei Pixelmännchen. Die nenne ich jetzt einfach mal Hubi und Udo. Aber der vom Computer sitzt, diese Synthese ist eine ausgedachte Synthese.
Und wo sind jetzt die drei? Wo ist das Pixelmännchen Hubi und Udo? Und wo befindet sich jetzt? Hubi und Udo ist in dir drin und das, was du zu sein glaubst, hörst dich ein wie eine Blase, wenn du an den Schädel denkst. Sobald du natürlich an deinen Körper denkst und du denkst, die räumlich oder zeitlich woanders hin, dann ist er wieder ausgedacht. Darum sage ich selbst, das Gefühl, dass du im Zentrum deines Kopfes hinter den Augen sitzt, setzt voraus, dass du jetzt an deinen Schädel, an deinen Kopf denkst. Genau. Einen Kopf, den du denkst, mein Kopf, den du dir räumlich oder zeitlich woanders hin denkst, ist schon wieder peripher. Mhm. Aber Peri, para, Peri, im Griechischen heißt, es ist um dich herum. Und du bist immer der Mittelpunkt. Ist überprüfbar. Ist das, warum fällt es einem so schwer? Ja. Ich sage, warum fällt es einem so schwer? Und rein die Definition deiner Bilder bestimmt, ob du in Donauwörth bist oder ob du in Kaisheim bist oder egal, was du, wo du dich halt hindenkst. Es ändert nichts. Dein Vorher, jetzt hast du mal diese Grundperspektiven um dich herum. Als reiner wahrnehmender Geist. Immer einseitige Perspektiven. Und du hast mal irgendwann erwähnt, hast mal 20 Jahre her, hast gesagt, Hubi, du schaust immer nur in eine Halbkugel rein. Immer die schönen Bilder, die Halbkugel, denk jetzt an die Holoarithmetik 2, wo ich dann nochmal drauf eingehe auf unseren Tetraederspiegel. Dieses Hüben 3 und Drüben 3. Die Ecke in den Raum. Ja. Der Raum, der Traum. Dass die Bilder, wenn ich die, warte mal schnell, die habe ich ganz schnell greifbar, ich stelle die mal ganz, ganz normal hin. Das ist das Spiel hier. Genau, ja. Schaut, das ist eigentlich ein Dreieck. Wir haben ein rotes und ein blaues. Da muss ich jetzt einfach vorstellen, wenn man die jetzt dreht, was übrigens keine Rolle spielt. Ich sage immer wieder, wenn du hier Spiegelecke aufbaust, die kannst du drehen, es verändert nichts an dem Bild in dem Zentrum. Mhm. Aber du denkst eben nicht punktmäßig, sondern das ist jetzt hier, das jetzt waren wir oberflächlich, siehst du, und jetzt kriegen wir lauter kleine Quadrate, wo wir über die Diagonale biegen. So wie das jetzt gezeichnet ist. Und dann tun wir jetzt letztendlich, wenn wir jetzt ein Quadrat rausmachen, haben wir immer zwischen dem Quadrat eine Diagonale. Siehst du, das wäre jetzt das Quadrat, das wäre jetzt rot. Immer plus minus. Und das kannst du ganz perfekt, das ist das dann mal, weil das Fraktal, wenn wir das kleiner machen. Absolut, ja. Das ist jetzt Quantenmechanik, da müsste ich weitergehen. Was wichtig ist, das ist das Spiel, wo ich immer vor 20 Jahren schon gezeigt habe, diese zwei Spiegel, die wir hinstellen, das ist jetzt dasselbe Spiel zweidimensional, wo wir dann hier einen dritten Spiegel reinklappen. Genau, ja. Und dann kriegen wir dieses schöne Video. Ich kann es mal ganz kurz nochmal laufen lassen. Das ist, weil es ist extrem... Den hier. Schaut, das ist dieser Aufbau, wo ich immer wieder sage, das ist jetzt von vorne reingefilmt, das ist jetzt nur flächig, wobei ich sage, es ist extrem. Ich habe in Almener das einmal aufgebaut, da habe ich die Lämpchen absolut ausgerichtet, dann sieht es noch viel spektakulärer aus. Und wenn wir jetzt da reinschauen, das ist der Synthesespiegel. Siehst du, und jetzt siehst du, eine Halbkugel, die nach unten ist, bei mir da. Siehst du, jetzt merkst du, durch das Kippen des Winkels verändern wir die Kugel, wenn wir von oben drauf schauen. Das ist aber nur eine Halbkugel, siehst du? Wir haben eine Hälfte. Das ist jetzt die eine Hälfte, die du siehst. Jetzt momentan mache ich ja, ich kippe das ja, ich öffne den Spiegel ja und die andere Hälfte ist, wo du stehst. Genau. Aber jetzt pass auf, interessant wird es, was ich hier nicht machen kann, wenn ich jetzt den Spiegel nach innen kipp. Dann wird es eine Innenkugel. Ja, genau. Weil die Hohlkugelweltspinner sind gar nicht so verkehrt. Ein bisschen sind auch nicht. Ja, kommt auf den Blickwinkel an, ja. Und was jetzt hier natürlich ist, wenn man die ganz genau steht, dann sind die absolut parallel genau ausgerichtet. Diese Linien. Das sieht extrem spektakulär aus. Das macht nur sehr, sehr viel Arbeit. Das war jetzt nur ganz schnell der Aufbau, um das nochmal zu demonstrieren. Und was ich jetzt zweidimensional zeige, passiert im selben dreidimensional, was man natürlich nochmal darstellen kann, wenn man jetzt das als dreidimensionalen Kegel nimmt.
Ne? Und ich würde es nur innen rumfahren und du siehst, wir schauen jetzt auf der Kugel drauf. So, dann können wir das wieder wegmachen. Und das ist praktisch hier. Wo sind wir? Da muss ich hin. Dieses Ding wollte ich. Das ist jetzt dieser Aufbau gewesen und darum nenne ich das intern, extern und das ist eltern. Genau. Und darum ist, wenn du das reinmachst, habe ich dir doch gerade gesagt, gerade beim Kreis, ein Dreieck ist eigentlich die abstrakteste Form eines Kreises. Und das, was wir jetzt hier machen, der Tetraeder, der jetzt hier entsteht, ist die abstrakteste Form einer Kugel. Das Prinzip bleibt sich gleich. Eine Genau, Kugel genau. ist oberflächlich betrachtet ein unendlich Punkter, weil jeder Punkt auf der Kugeloberfläche ist ein Mittelpunkt von der Oberfläche. Ja. Das ist so, wie man jetzt hier der Tetraeder praktisch eine Kugel bildet, als die abstrakteste Form von Kugel. Wie man sehen beim Aufklappen, weil das dann vielfältig ist, es hier flächig gesehen sind es lauter kleine Quadrate, so wie wir es uns gerade angeschaut haben. Genau da. Siehst du, das ist Ja. jetzt oberflächlich betrachtet und dasselbe jetzt dreidimensional ist plus eins drüber, wenn es lauter kleine Tetraeder. Das haben wir dann in den Tetraederspiegelquadrat. Das ist das wirkliche Weltbild. Und da ist dann die Arithmetik dahinter, die ganz exakt in der Tora beschrieben wird, in Tanach. Die Bibelverse, wo ich die schönen Bilder, wenn ich das immer zeige. Das ist nicht irgendwas, was in der Vergangenheit irgendwer entdeckt hätte, weil Vergangenheit ist etwas, was du dir ausdenkst. Ist das so schwer zu verstehen? Ich sage, du wirst jetzt merken, das trennt die Spreu vom Weizen. Du kannst mit normalen Menschen nicht kommunizieren. Nee, so nicht. Überhaupt nicht. Es ist, die Masse fällt sofort unterm Tisch. Ist so, ja. Aber du wirst jetzt merken, der du zu sein glaubst, fällt genauso unterm Tisch, weil du dich immer mehr löst von diesen Wahn, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Darum habe ich auch immer wieder erwähnt, alle Weltvorstellungen, dass du dann als Geist, als Seele, dieses, ich habe mich auf dem Operationstisch liegen sehen, das sind sehr schöne Märchengeschichten, aber immer noch voll in der Personifizierung. Absolut, Weil du ja. dich immer noch mit was einem bestimmten Gedanken verwechselst und sagst, der Gedanke bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du jetzt das begriffen hast, dass dir das schon logisch erscheint oder ob es installiert ist. Und ich kann nur sagen, wenn es wirklich verstanden ist, wenn es installiert ist, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst, ganz im Gegenteil. Ihr werdet es fast nicht schnell genug kriegen, dass du was anderes kriegst, dass du rauswächst. Ja, kann ich mir gut Aus der vorstellen. Struktur. Das ist der Wachwerdeprozess. Das kannst du sofort, es kann nur jetzt passieren, weil alles, was prinzipiell passiert, passiert jetzt. Das ist eigentlich schon dann der Fall, wenn du ganz, ganz bewusst weißt, das Wort Holofeeling verstanden hast. Dass egal, was du anschaust, das ist eine Facette von dir selber und du weißt, das ist eine wichtige Facette. Egal, was in dir auftaucht. Egal, was haben wir, ja. Begreifst du, dass du dich selber gar nicht, du kannst nicht heilig werden, du bist heilig als der, der nicht denkbar ist. Alles, was auftaucht, was existiert, ist vergänglich. Ist also ein ganz einfacher Satz. Existere, heraustreten aus, auftauchen. Woher kommt ein Gedanke und wo geht er hin? Und wenn ich jetzt die vier Stufen der Vergessenheit noch akzeptiere, dass das auch für meine alle sinnlich wahrgenommenen Informationen gilt, dass da außen überhaupt nichts ist, dann begreife ich plötzlich, was es heißt, bewusst zu träumen. Nichts kann man nicht zerstören. Geist kann nicht zerstört werden. Ewigkeit kann nicht zerstört werden. Ich kann sie mir zerdenken in unendlich viele Facetten. Aber das eine, das Universum, das in eins gekehrte, bleibt dabei, der Wirbel, wir in Gott, das Auge des Zyklopen, das dritte Auge im Hinduismus. Das ist eine ganz andere Form von Esoterik. Hab mit dem religiösen Geschwätz, die auf ihre Jesus wiederkommt, warten und jeder, der das nicht macht, wenn dir mal als Geist, wenn dir diese Boshaftigkeit bewusst wird, diese Feindbilder, die du predigst in deiner Scheinheiligkeit. Darum habe ich gesagt, egal welche Rolle du hast, spiel die Rolle weiter. Ob du Arzt bist, du kannst es ganz normal weiterspielen. Du kannst jetzt natürlich dann mit Holofeeling auch wieder einen Frust einreden. Ich brauche ja Geld, dann kommst du wieder in so ein Dilemma. Aber wenn du dir wirklich bewusst machst, um was es geht, es dreht sich alles bloß um Geld. Geld ist Gott. Das Geld ist eine Sau. So. Es ist eine die eigene Selbstverlogenheit erkennen.
Das heißt, all die, die du dir jetzt ausdenkst, die ja so böse und so schlecht sind oder geldgeil sind oder machtgeil sind, wenn du das nicht bewusst machst, sind die Spiegelbilder von dir. Dass du dich noch drüber aufregst. Wenn ich jetzt weiß, ich bin ein Auto und ich entwerfe einen Massenmörder. Das ist immer die Geschichte nochmal mit dem Calvinismus. Schau dir den Calvinismus an, was die Grundlehre des Calvinismus ist. Hat ja jeder ein bisschen recht, das sind zwar auch Materialisten. Aber da ist die Erkenntnis, dass es keine Rolle spielt, ob du ein guter oder ein schlechter bist als Mensch. Das wird nicht bestimmen, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Das ist das Problem am Calvinismus. Weil man wieder bloß in der Einseitigkeit ist. Ich will den Himmel und in die Hölle will ich nicht. Der Calvinismus lehrt schlechtweg, dass deine Handlungen nicht im geringsten irgendeinen Einfluss darauf haben, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Und ich sage immer, jeder Mensch, den du dir ausdenkst, überhaupt jeder Gegenstand, jedes Objekt, egal an was du denkst, das geht genau dahin, wo es herkommt. Wo kommt der Gedanke von dir her und wo geht er hin? Er kommt aus dir und geht da wieder in dieses Zentrum, von dem ich die ganze Zeit in dem Mittelpunkt. Das absolute, der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja, genau. Ja. Das ist das Spiel. Und jetzt, wenn ich einen bewussten Schauspiel oder Auto mache, ist da keine Boshaftigkeit, auch wenn ich einen Krimi mir einfallen lasse. Und ich kann als Schauspieler, kann ich einen Heiligen spielen, einen Jesus spielen und ich kann einen Bösen spielen und einen Massenmörder spielen. Aber er weiß immer, das hat mit dem, was ich für mich zu tun, weil das eine ganz andere Ebene ist. Mhm. Und was ich jetzt in Maße zum deines jetzigen Intellekts dir in Worten mitteile, dann solltest du wirklich verstanden haben, wenn ich sage, das Wissen deiner ganzen Menschheit entspricht von den Fähigkeiten, Sachen zu schöpfen. Mhm. Ungefähr der Fähigkeit in einem Computer von einem Basic-Betriebssystem mit Basic-Programmen. Mhm. Das ist das, was ich immer wieder sage. Und versuch niemals von unten nach oben zu sehen. Mir wird es nicht gelingen. Du wirst die oberen Bereiche des Windows, wie ich das jetzt einfach nenne, ich könnte auch Linux sagen, also die höherwertigen Betriebssysteme, wirst du zuerst einmal Sachen akzeptieren müssen, die deiner jetzigen Logik vollkommen widersprechen, unlogisch erscheinen. Mhm. Du brauchst diese neuen Programmbefehle und wenn du die dann hast, wenn du die verstanden hast, dann wirst du erst mitkriegen, wie unendlich primitiv das jetzige Wissen oder das Wissen deiner Menschheit ist. Das ist erst einmal ganz einfach eine Führerscheinprüfungsbogenwelt, wo ich sage, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen, ich könnte sagen, rot geschrieben, alles zu lieben, den Sonnenschein wie den Regen, die Gesundheit genauso wie die Krankheit. Den Berg wie das Tal, dieses einfache Gesetz der Polarität. Und begreifen, dass es nicht darum geht, dass du da oder dahin gehst, dass du gesund oder krank bist, dass hell oder dunkel ist, reich oder arm, sondern dass du die Mitte bist, wo das beide entspringt und du definierst dich halt nach da oder nach da. Das ist das Geheimnis der Wurzel. Dass das Wurzel zwei Ergebnisse hat. Nämlich Plus und Minus. Wenn wieder jede Quadratzahl hat im Hintergrund eine Wurzel stehen. Mhm. Weil eine Quadratzahl zwangsläufig eine Zahl erzeugt, die ein Wurzelbegriff ist. Und fällt dann wieder bei der Null zusammen. Immer Plus und Minus. Mhm. Du kommst aus dem Nichts nicht raus, alles entspringt aus Nichts und dieses Nichts ist jetzt nicht, es ist nur nichts, was existieren kann als Ding an sich. Nicht, dass es das nicht gibt. Wenn ich immer sage, Gott kann es nicht geben, GE Quadrat ist eben. Geist ist eben. Das ist die Nulllinie, aus der das, die Dualitäten entspringen. Mhm. Und die Alidat ist mein Gott, macht's. Ali, mein Gott. Mein eigenes Nichts ist die Ursache, aus dem alles entspringt. Das ist das so wunderschön in der Physik, in der Religion der Physikbücher ist es dieses berühmte E-Quadrat. Das ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass es sich selber verändert. Das kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Das ist der träumende Geist. Es ist etwas Nicht-Existierendes als Ding an sich. Es fängt erst zu existieren, wenn es eine Form annimmt. Genau das macht ein Geist, wenn er zum Träumen anfängt. Jeden Augenblick. Informationen an. Die sind aber nicht Außenformationen, sondern in. Er ist innen. Und ist die Vorsilbe in. Rot gelesen, ist das einmal Gott sein oder eine intellektuelle Existenz? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
auch darauf eingehen. Jetzt müsste man natürlich wissen, dass auch das Wort Sein zwei Seiten hat, der blaue und der rote. Es-Ain heißt Bewusstsein ist nicht existierend, wenn wir das mit Ain schreiben. Oder die Raumzeit Ain heißt es ein Augenblick. Ain mit 70 geschrieben. Schreibe ich das Ain mit 1 oder mit 70? Die zwei Lauslosen. Passt immer perfekt, ne? Wenn man die Vordersprache versteht. Wenn du jetzt die Arroganz in dir trägst, dass du sagst, das begreife ich nie, ich kann immer sagen, wenn du es noch nicht verstehst, du musst nur akzeptieren, dass es so ist. Du musst es dir nur jeden Moment bewusst machen, ich träume jetzt. Ich bin nicht die Rolle, ich bin nicht die Figur auf der Bühne. Und wenn das wirklich installiert ist, dann wirst du feststellen, dass du vor nichts und niemandem, vor keiner Situation mehr Angst hast. Schon gar nicht, dass du einen Job verlierst. Na. Zum Beispiel. Oder den Körper verlierst. Es geht doch einher mit dem Bewusstsein, dass ich Geist, dass dieser Körper, der jetzt vom Computer sitzt, dass der jetzt die meiste Zeit überhaupt nicht da war. So ist es. Jetzt habe ich natürlich auch genau erklärt, sobald du dich jetzt fragst, hat jetzt mein Körper, schnippt die Brille, die du auf der Nase hast. Merkst, es entsteht in dem Moment, wo du dran denkst. Ja. Und wenn du jetzt eine Vergangenheit denkst, ich wiederhole das immer wieder, frag, habe ich jetzt die letzte halbe Stunde eigentlich eine Brille auf der Nase gehabt? Denkst du jetzt an die letzte halbe Stunde, an was denkst du dann eigentlich? Du machst eigentlich nur eine Tabula Rasa auf und mit der Frage, ob dort die Brille da war, legst du auf diesen Gedanken die letzte halbe Stunde die Brille oder das Gefühl meines Körpers drüber und sofort erschaffst du eine Vergangenheit, wo genau das die ganze Zeit da war, was du dir jetzt denkst, den Körper. Aber wo ist er, wenn er nicht da, wenn du nicht dran denkst? Sowas von weg. Darum sage ich, du kannst nicht überprüfen, ob was existiert, wenn du nicht an das denkst. Um was zu überprüfen, so ein simpler Satz, um etwas zu überprüfen, muss das, was du überprüfen willst, zuerst einmal eine Information von dir sein. Du musst das denken. Was du kannst dir bewusst machen, dass in dem Moment, wo was in dir auftaucht, unmittelbar in dem Moment, wo was in dir auftaucht, dass das vorher nicht da war. Das war jetzt, wenn ich immer sage, schnipp, jetzt hast du eine Brille auf der Nase. Genau, zack. Oder ich sage jetzt, schnapp jetzt, wenn du ein bisschen schaust, ist eine Tastatur vor dir. Ja, schau, jetzt sieh die Tastatur an, jetzt schau sie an. Ich war die ganze Zeit noch. Die war weg, ich schwöre. Die war sogar die meiste Zeit auf deiner VR-Brille. Ja, volle Kanne. Verstehst du, die war sogar auf deiner weit. Du müsstest ja, schau mal, wie weit du, wenn du jetzt den Birnenraum als Farbrille nimmst, wie weit du den Kopf drehen müsstest, dass das auf der Farbrille nicht ist. Wenn du den Monitor anschaust, hast du aber nur den Fokus aus dem, was auf der Farbrille ist, wieder nur einen kleinen Bereich herausfokussiert. Das ist, wenn ich immer sage, wenn man die Tasten genauer anschaut. Ändert sich beim stillgehaltenen Kopf jetzt normal raumzeitlich gedacht, nicht das Bild auf der Farbrille, sondern du schränkst dich nochmal ein. Das ist das Fokussieren. Genau. Das ist die absolut präzise Beschreibung von dem, was sich in dir abspielt, in einem ständigen Wechsel. So, theoretisch gehe ich einmal davon aus, es ist vollkommen begriffen. Immer wie ich sage, schon. Reifst noch im Reifen, wenn du bist, bist du der Hamster, täglich kriegst du das mal mit dir. Ja, danke, genau. Wenn du das verstanden hast, sieht es ganz anders aus. Dann springst du ins Zentrum und dann kriegst du zuerst einmal ein vollkommenes Lichteck mich am Arschgefühl. Sehr geil, ja. Das wird schon werden. Das alles schon passiert. Alles schon passiert, genau. Das Leben wird spannend. Das sind ja viele dann, die weg wollen oder was. Das ist immer ein Wollen. Du wirst immer, dem ist gar nicht bewusst, wenn einer sagt, ich habe sie begriffen, ich will ja gehen, ich will ja loslassen. Ich sage, du mach dir doch bewusst, dass du immer noch Einseitigkeiten anstrebst. Selbst wenn du zu sein glaubst. Dass du was besser machen willst. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, du kannst die göttliche Schöpfung nicht besser machen, wie Gott sie erschaffen hat. Du wirst irgendwann nochmal einen gewissen Respekt kriegen. Das war das Thema hier mit dem Wort Respekt, das immer mit Angst und Furcht gesetzt wird. Wenn ich meinen Vater respektiere, das ist ja ich bin du und du bist ich, ist ja auch eine Art von Respekt. Ja. Das ist hier komplett ein anderer Zustand von Angst. Ehrfurcht haben. Ehrfurcht, ja, genau. Mehr mit einer Freude hier, dass ich weiß, ich habe eine Macht. Das muss ich machen. Moment, ich versuche lauter zu machen, weil mir Peter lässt gerade einen Kaffee raus. So funktioniert es jetzt. Halt. Ja, jetzt funktioniert es. Ja, ich versuche auch den Kaffee aus dir raus, den Affen aus dir rauszulassen.
irgendwann einmal begreifst, dass du dir den ja bloß vorstellst. Mein Gott, ist das so hartnäckig alles, gell? Das ist das Leben, es ist immer noch die Sache, wenn du chronologisch denkst, kommt auch die Langeweile auch, oder dieses Gefühl, dass Zeit lange dauert. Das ist, wo ich immer versucht habe zu beschreiben, das schöne Gefühl der subjektiven, chronologischen Zeitempfindung hat man am besten, wenn man nachts nicht schlafen kann. Dieser Wechsel immer, wenn du dann wieder deine Verabredung einschaltest und du schaust auf den Wecker, habe ich auch so schöne Beispiele mit dem Prozessor, sobald du hier die Grafikkarte einschaltest und du siehst jetzt meinetwegen 3 Uhr, habe ich so oft wiederholt auf Selbstgespräch. Dann schaltest du die Grafikkarte wieder aus, du bist bloß im feinstofflichen Denken und du grübelst und du grübelst und du grübelst und dann schaltest du kurz wieder die Grafikkarte, die Farbbrille ein und dann ist 3.05 Uhr und dann kannst du die Welt nicht verstehen, weil du sagst, ich habe da jetzt mindestens 1,5 Stunden über irgendwas nachgrübelt, das kann ja doch keine 5 Minuten gewesen sein. Ich liebe du das. Du hast in dem Augenblick noch nicht verstanden, dass es nur jetzt gibt. Das größere Problem ist eigentlich, dass du willst, dass das jetzt, was du Nacht nennst, weg ist, dass endlich hell wird und du wieder was machen kannst. Endlich wieder. Und jetzt sage ich, der Schwerpunkt liegt darin, dass du schon wieder meinst, in der Zukunft wird was besser, wie es jetzt ist. In der Zukunft wird gar nichts sein. So ist es. Und da kann der Udo tausendmal sagen, du kannst nicht einmal in 5 Minuten ein Glas Wasser trinken. Es ist vollkommen unmöglich und das ist 100%ig sicher. All diese Aussagen sind 100%ig sicher. Und wenn du irgendein Geist bist, dann wirst du das erste Mal begreifen, du wirst das akzeptieren, dass es so ist, was noch lange nicht hast, dass es installiert ist. Mhm. Jetzt merkst du die Hartnäckigkeit deines Egos des Zweiten. Brutal. Ja, das ist brutal. Und wiederhole ich auch tausende Male, sage ich, das Prinzip mit dem Ersten und mit dem Zweiten. Dass irgendwann einmal dein rotes Ich in sich sagt, verdammt nochmal, was ist da in mir drin? Mir ist mittlerweile vollkommen klar und bewusst, dass alles bloß hier und jetzt sein kann. Und diese anerzogene Logik des Zweiten, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nur weil mir das Logische erscheint, glaube ich einer Logik mehr, die ich nicht einmal überprüfen könnte, wenn ich wollte, weil ich nicht in der Lage bin, das zu akzeptieren, was ist. Und du wirst irgendwann einmal zuerst einmal erkennen müssen, was du selbst bist. Darum sage ich, ich erkläre jetzt erst einmal, was du selbst bist. Und es nützt dir nichts, wenn jetzt Anne in dir auftaucht wie ein Depperwein oder Dolly und sagt, du bist bloß Geist, weil die reden jetzt von einem ausgedachten Geist, ohne darauf hinzuweisen, dass dieser ausgedachte Geist oder Gott auch was Vergängliches ist. Genau. Und dass die auch immer noch Einseitigkeiten anstreben, einen ausgedachten Frieden. Mhm. Der den Gegenpol. Aber der ausgedachte Frieden ist wie wenn du ausgedachtes Hell hast. Da kriegst du dann auch wieder finster, weil du immer noch chronologisch denkst. Weil du noch nicht die chronologische Ebene, die transversale in die diese longitudinale in die transversale gedreht hast. Mhm. Und wenn du diese die Zeitachse in die transversale, in die Lichtgeschwindigkeit reindrehst, die Transversalwelle, ist dir immer noch nicht geholfen. Dann musst du das Ganze nochmal hier in die Spiegelwahrnehmung reinstellen. Mhm. Mhm. Und dann These, Antithese und dann machen wir die Synthese und dann steigst du als Geist, du kannst nicht aufsteigen, sondern wird dir bewusst, dass du das Zentrum bist, in dem sich alles befindet, wo man diese XYZ-Achsen aufspannen. Es ist immer Programm, muss dich nicht interessieren, sage ich immer wieder. Das kann jeder einfache Mensch kann das wirklich verstehen, was ich sage. Den Hintergrund, wo ich am Rande mit anspreche, den können dann wieder Fachleute verstehen, aber die sind so verbrennt, die wollen das sowieso nicht wahr. Wir Physiker wissen ja. Genau. Wir Ärzte wissen ja. Ich sage, welcher Arzt bist du? Warum magst du das, was du magst? Begreifst du gar nicht die Sinnlosigkeit, wo ich immer wieder darauf hinweise, wenn du nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einer Person kennst, weil für dich Personen Menschen sind? Personen sind keine Menschen. Das sind vergängliche Erscheinungen aus einem Menschen herausgeneriert aus dem Programm. Genau. Aber auch dieser Mensch wiederum, dieses Programm, das ist natürlich im Hintergrund immer wieder da. Es ist eine Frage, läuft jetzt in dir, welches Menschenprogramm läuft in dir? Das heißt, wer glaubst du zu sein? Das bestimmt nämlich dein Programm. Aus demselben Programm kann auch herausspringen, das ist unser Spiel, wo ich immer sage mit dem Spieler, welche KI hast du zurzeit am Steuerknüppel sitzen? Am Joystick. Ja, der Joystick, ja. Dieser Glaube bestimmt, als wen du dich jetzt erlebst. Das Konstruktprogramm im Hintergrund bleibt das gleiche. Dasselbe, genau genommen. Ja, dasselbe, ja.
Gleich ist es nur in dem Moment, wo man einen als Spieler herausselektiert. Dasselbe ist, wenn wir ein Konstruktprogramm haben, ein Videospiel haben, wo wir noch nicht laufen lassen. Um es laufen zu lassen, musst du dann zwangsläufig eine dieser KIs, die aus dem Programm herausdenken, von dem Computer hinter. Aber dann erschaffst du schon wieder Welt, indem du dich selbst hineindenkst. Genau. Und Das vergisst und verlierst. klingt alles so unendlich kompliziert. Das ist so mein Wunderbeispiel mit Zeichnen im Quadrat mit drei Strichen. Ja, da denke ich so oft dran. Das ist genau alles, all deine Probleme und die Probleme der Menschheit. Das sind nämlich deine Probleme. Ich muss nur wissen, das Problem heißt das Vorgelegte. Ja, darum ist alles ein Problem. Warum fokussierst du immer wieder? Das ist wie wenn man auf der Autobahn fährt und dann ist ein ganz schlimmer Unfall und dann fahren alle langsamer, obwohl man weiß, man soll keinen Gaffer machen. Wenn ganz frisch eine zerbröselt hat und vielleicht nur so eine zerschmetterte Leiche liegt und dann sagt man immer, das sieht so gruselig aus, ich kann gar nicht wegschauen. Eine verborgene Harmonie der Dinge. Ja, genau. Das ist irgendwas, hat es dann doch was Anziehendes. Auch das Offensichtlich. Verruchte. Ja, das war schon, hat immer schon eine gewisse Anziehung. Das ist ganz eigenartig. Das ist eine tiefe Symbolik, wenn man das einmal versteht. Ruach, Weil ja. das an und für sich jetzt die Schizophrenie der Kehrseiten sind. Ja, der dunkle Punkt im Yin und Yang oder umgekehrt. Das hast du in der ganzen, durch die ganze Mythologie. Ich sage, egal welche heilige Schriften du nimmst, das Prinzip ist immer das gleiche. Die heiligen Schriften stimmen alle. Ich habe so oft darauf hingewiesen. Und dazu zähle ich in der Glaube der Naturwissenschaft, was ja die Weltreligion ist, wo ich immer wieder darauf hinweise, mach dir das einfach mal bewusst. Solange du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier und du wurdest in der Vergangenheit von deiner Mutter geboren, spielt es keine Rolle, ob du Moslem bist, ob du Christ bist, ob du Jude bist. Es spielt überhaupt keine Rolle, was du zu sein glaubst für eine Religion, die du dir nie raussuchen konntest. Das ist dein Schwamminhalt. Du bist der tiefgläubige Materialist, das bestimmt nämlich der Materialismus. Und wenn du jetzt Bilder siehst, du bist dann immer noch entsetzt. Mir steigt jetzt gerade im Kopf hier, gestern Nacht schauen wir. Und dann kommt plötzlich unten hier, das Programm wird unterbrochen. Das ist ja ganz selten auf der ARD. Weil Gott, ich weiß schon mal, ich war so vergesslich, was das anbelangt, was wir für einen Film angeschaut haben. Was gelaufen ist, irgendwas auf der ARD, ein Film, und dann machen die während des Films, das Programm wird unterbrochen. Ich sage, Marion, was ist da los? Wann schalten die einen Film ab? So, wir wollten gerade ins Bett gehen. Und dann sage ich, lassen wir uns mal überraschen, da muss irgendwas Heftiges sein, weil sonst würden die nicht einen Spielfilm mittendrin und um 23 Uhr haben sie es dann abbrochen. Und dann war Amerika jetzt mit dem Drum, dass die gestürmt haben. Genau. Hast du es mitgekriegt? Ja. Ich sage dann, wenn du den Drum schon siehst von der Physiognomie, was müssen das unabhängig davon, was müssen das für Fanatiker sein, wenn man den gut findet? Ja. Da fällt doch jegliche Form von Physiognomie und von Verständnis. Das gilt übrigens für unsere jetzigen Politiker in einem großen Maßzahl auch. Es hat er in der Nazi-Zeit gehalten, wo ich sage, nach Huderer Physiognomielehre, nach Huderer sind die ganzen Nazi-Größen, sind ganz, ganz miese Charaktere, schon wie innen zu außen, wie innen zu außen. Ich rede jetzt nicht von schön und hässlich. Nein. Und du wirst immer wieder merken, wo ich anspreche, keine Kritik. Alles, was ich mir ausdenke, denke ich mir bewusst aus. Wenn ich einen Führerscheinprüfungsbogen als Fahrschullehrer oder Präsident des Fahrschullehrerverbundes einen Führerscheinprüfungsbogen in der Theorie veröffentliche, mache ich ganz bewusst diese Fehler rein, weil ich prüfen will, ob du die erkennst. Und da mangelt es wirklich an jeglichen Art von Verständnis. Man lächelt dann immer wissend, wenn ich jetzt zum Beispiel die alte Heute-Show, ich sage jetzt ganz bewusst die alte Heute-Show, wenn die mal auf irgendwelche Parteitage gehen oder in Bundestage gehen und die fragen dann irgendwelche Leute, dass die wirklich als Volldeppen rüberkommen, die große Masse, es ist so. Aber geh doch einmal ganz normal jetzt in deiner Traumwelt auf die Straße und geh durch einen Supermarkt. Geh einfach in einen großen Supermarkt. Kaufland ist dann nicht, und wenn Kaufland. Ja. Und wenn dir dann nicht bewusst wird, dass das wirklich die primitivste Form von wegen vernunftbegabte Wesen. Und jetzt unterhalten wir uns nochmal über Demokratie. Ganz genau. Und du hast jetzt so massiv das Thema Demokratie.
Wahnsinn. Ich abgesagt wurde schon vor 25 Jahren, wo ich auf die Fehler der Demokratie hinweise, die es übrigens, wie gesagt, im alten Griechenland nie gegeben hat. Wo sind die Weisen deiner Welt? Wer weist dich darauf hin? Schizophrenie. Mein demokratisches Krankenhaus. Mega, mega Meine Beispiel. Großfamilie. Mega, ja. Das ist hier, alle mitbestimmen zu lassen, ist bloß, das öffnet der Manipulation vollkommen die Tür. Weil das einfach programmierte Zombies sind. Du warst mein schöner Bild-Zeitungsüberschrift, Sonntag schon lesen, was Montag in Deutschland Meinung ist. Das Genau. Logen lange Zeit von der Bild-Zeitung. Ja. Die gestrige Bild-Zeitung übrigens war so schön unten hinten ein Bericht drin, dass hier die Freiheit schön demonstriert wird, weil wir, die Bild-Zeitung sagt, wir sind so mutig, dass wir die Leserbriefe auf die erste Seite stellen. Wir stellen die Leserbriefe auf die erste Seite. Und dann sind drei oder vier Leserbriefe jeden Tag drin und die Leserbriefe bestätigen genau das, was sie in der Bild-Zeitung gelesen haben. Was sind das Und für Aussagen? das passt ja super Was ist zusammen. das, egal ob du ein Politiker bist, wenn eine Merkel sagt, ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist. Eine Merkel ist genauso eine Figur, die träumt, ein Geistesfunk, der träumt wie du. Und die Welt, die du aufbaust, ich sage immer wieder, alles, was du beschwörst, was du nur vom Hören sagen kannst, das sind ihre Zahlen. Und wenn du jetzt losmarschierst, wirst du Bilder aufbauen in dir, stochastisches Denken in Maßsetzung deiner Logik. Das heißt, ob du jetzt Krankenhäuser siehst, die voll sind oder die leer sind, hängt davon ab, was du im tiefsten Innern glaubst. Weil dein Glaube, AUB, wird verwirklicht. Aber natürlich nur einseitig. AUB, die Schöpfung an der Polarität, du magst immer nur eine Seite davon. Ich könnte jetzt dir ganz definitiv schwören, im Weißenburger Krankenhaus, das kenne ich, da arbeite in meiner, da ist nichts und da war nichts. Ich habe da so oft darauf hingewiesen. Es kann nicht sein, dass du in deinem Traum Weißenburg das überprüfst und dann ist das Krankenhaus voll. Ja. Weil dein tiefster innerer Glaube verwirklicht die Bilder auf der Feuerbrille. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Darum ist es so wichtig, dass du dir bewusst machst, was du im tiefsten Innern glaubst. Ist das, was ich jetzt glaube, ist das was Selbsterfahrenes oder irgendwo eine Einseitigkeit, die ich mir durch Medien und Persien wie ein Virus eingefangen habe? Ganz Die wichtig. Matrixwelt funktioniert komplett anders wie irgendeine unabhängig von dir existierende raumzeitliche Welt. Es gibt nichts unabhängig von dir Existierendes. Das sagt schon die Aussage, wenn du sagst, ich bin ein träumender Geist. Es gibt nichts, es gibt absolut nichts da Ja, außen. das ist nicht Du hast möglich. ständig wechselnde Informationen, die aus deinem tiefsten Innern kommen. Wir machen hier kein esoterisches Geschwätz. Darum hämme ich das jetzt rein. Natürlich, ich mache gar nichts. Du steuerst das jetzt in deiner Bewusstheit, ob du darauf resonierst oder nicht. Wir können jetzt dann die Klicks wieder machen. Die hören dann zwar, das sind dann so Aussagen, dann daumen ich in die auf. Ich habe mir das angeschaut, ich habe mich reingelesen, ich habe ein paar Videos angeschaut. Der spinnt ja total. Das kann dann äußern in dir. Dann kannst du dich wieder verunsichern lassen. Weil du schon wieder auf das Geschwätz von anderen hörst. Es sind immer einseitige Perspektiven, hast du dich selber damit auseinandergesetzt. Dann wird irgendwann einmal klar, was dir mit Holofeeling eigentlich mitgeteilt wird, in einer unendlichen Komplexität bis hin in die Arithmetik und in die Physik. Ohne in irgendeiner Art und Weise zu behaupten, dass irgendetwas in irgendeinem Buch nicht stimmen würde. Dass irgendetwas auf einer Internetseite nicht stimmen würde. Zum Beispiel das Problem der Bewertung. Eine Internetseite, wenn du siehst, wir bleiben mal oder ein Buch, hast du zuerst einmal, schaust du, was da ist. Ein Fetzen Papier mit Farbe draufgespritzt, mit Schriftzeichen oder irgendwelchen verpixelten Bildern. Dasselbe natürlich diesbezüglich dann statt Farbe und Papier, Monitor mit Lämpchen. Und ob das stimmt oder nicht stimmt oder was du aus den Worten machst, das kann ich nicht oft genug sagen, macht dein jetziger Intellekt, den du zum Denken benutzt. Egal an wen du denkst, ob du an Politiker denkst oder an dich selbst denkst, dass du, wenn du an dich denkst, an den denkst, der du jetzt zu sein glaubst, macht dein Programm. Es ist ein Programm. Im Anfang war das Programm. Es war nicht in eine unabhängig von dir existierende Welt, die du dir ausdenkst, sondern das, du bist ganz am Anfang und dann benötigst du ein blaues Ich. Und mit dem blauen Ich kannst du dann Gedankenwellen in dir aufschmeißen. Erleben. Jetzt weißt du aber, dass da noch viele andere blaue Ichs auch in dir drin sind. Und dann passiert was ganz Eigenartiges, dann kannst du ganz in einem Moment der Hubi sein und der Udo sein. Das Mal ist ich, wenn du.
Alle hängen am selben. Oder musst du beide Programme durchschaut haben? Das ist der vom Bücherregal, hat den Zustand. Hat aber dann diesbezüglich, weil das gleichzeitig ist, das ist dieses Ja, wo ich sage, was man auch Ja, Gott nennt, die göttliche Quintessenz. Das ist Ja. das Zentrum. So sind die Beispiele. Wenn ich sage, kannst du lesen und schreiben, sagst du ja. Weißt du, was da für ein Komplex an Wissen in dir drin ist, wenn du das an erklären sollst, der das nicht kann? Das Ganze beziehe ich jetzt erst einmal auf Deutsch, ganz normales blaues Deutsch, ausgedachtes Deutsch. Da weiß ich, da gibt es aber noch Unmenge andere, hunderte von anderen Sprachen, wo man auch lesen und schreiben und sprechen kann. Immer wieder Ja und Nein gleichzeitig. Und das Prinzip verstehen brauchst du nicht Intellekt. Das ist das, was ich betone. Du musst selbst das Bewusstsein sein, das sich im Zentrum befindet. Und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Ob der Hubi mich jetzt sprechen hört, es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wie sieht jetzt das aus, wenn der Hubi für dich bloß ein Gedanke ist, ein Pixelmännchen, das du so überhaupt nicht kennst, dass du das jetzt zum ersten Mal siehst? Gilt übrigens auch für den Udo. Jetzt könnte ich sagen, mit dem Hubi-Programm hast du eine gewisse Spanne, wenn du zurückblätterst. Mittlerweile ja fast 20 Jahre. Wenn denn du länger, nur länger, wann warst du das erste Mal im Länger. Laden zu. Länger. Das ist ja mit einer der ersten gewesen. Ja. Jetzt Mini-Jesus mit deiner Hornbrille hier und die Spaghetti-Haare, wo du gehabt hast. Jetzt warst du auch alter Sack. Voll, guck, endlich grau. Du warst immer wieder dasselbe. Wenn man jetzt da zurückspulen könnte in Details, wenn du da reingehst, habe ich dir vor 20, 22 Jahren was anderes erzählt? Eigentlich nicht. Nichts anderes. Das ist ja das Faszinierende, und ich habe es scheinbar immer noch nicht kapiert. Darum Nein, wiederholt sich es das ja sage ich nur. jetzt zu du immer wieder. Keiner hört sich die Selbstgespräche öfter sagen wie ich. Das Meint natürlich jetzt ironisch. Dass ich sage, vielleicht checke ich es auch irgendwann einmal. Aber das hängt von dir ab. Als Udo bin ich ja was, was du dir ausdenkst. Ich sage immer wieder, das hängt erst einmal von dem ab, der mich jetzt sprechen hört. Du stehst vor allem, was du dir ausdenkst. Und die schöne Sache, du musst die nicht verändern. Die Sachen, die du dir ausdenkst, deine Gedanken verändern sich von selber. Die Schwierigkeit ist, dass du ständig ganz bestimmte Wellen am Leben erhalten willst und intronisieren willst. Drum kriegst du nicht diese absolute Veränderung von alleine. Das ist es geschehen lassen. Ja, ich nehme das sehr, sehr ernst, und ich versuche das auch so zu leben, wie es nur irgendwie mir möglich ist, wie es mir einfällt, wie es mir Das einfällt und normalerweise kann. läuft das Leben eben im Arbeitsleben, wenn du stehst, bist halt so fokussiert. Und Nur da die Programm. Kunst einfach wirklich trainieren, möglichst immer präsent, was ist jetzt da, wie reagiere ich, du, nur schauen. Das Schöne ist, du musst ja nichts tun. Du Genau. schaust, mit was du konfrontiert wirst und wie der Hubi, wenn er Entscheidungen treffen muss, dann reagiert und was er sich damit einhandelt. Hochinteressant und Was total auch in spannend. deinem, die Schöne, dieser Aufstieg in der Hierarchie, wo du plötzlich merkst, oh, in dem Moment, wo ich zu einem von vielen Angestellten war und ich war plötzlich der Boss und plötzlich sind meine besten Freunde meine Untergebenen und jetzt muss ich eben Entscheidungen treffen an dieser Position, Ja. wo viele meiner Freunde nicht unbedingt passt. Du warst doch einmal einer von uns. Ja, genau. Das ist so, ja. Das ist nicht unbedingt erstrebenswert. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber das war letzten Endes in deinem Wille, also du UP, es ist immer angetragen worden. Also, ich war jetzt nicht erpicht auf das, Ja, weil. na, das, ich sage immer wieder, das spiegelt sich ja. Ich habe zum Beispiel meine Trixi, Schulrektorin jetzt, wie die Helene, wie ihre Mutter, und die komplett Genau. dasselbe Problem. Wir hatten super Sache mit meinen Lehrerinnen und plötzlich war ich die Schulrektorin und dann muss ich eben Entscheidungen treffen und plötzlich merkst du, wie dann die Freundschaften teilweise wegkämen. Auch wenn du dich bemühst, weil du plötzlich halt auch den Kopf übers Hinhalten musst, du bist auf einer anderen Ebene. Das ist so. Das haben wir, das einzige Ausnahme bestätigt, die Regel bestätigt, ist die Politik. Da ist es, weil die letztendlich bloß Arschkriechereien sind und die Sachen sich, die Böschchen sich zuschieben und es unter den Tisch gekehrt wird. Das ist so, wenn wir jetzt wieder Hirnwichserei betreiben, ich sage immer unseren Scheuer, wie kann das überhaupt sein, dass der noch im Amt ist? Ich sage jetzt rein von dem, was öffentlich ist. Es ist ein interessantes Gedankenspiel, wenn du eins und eins zusammensetzt. Wie kann es das überhaupt geben? Nur im Also, Schlecht. ich denke mir jetzt aus, das ist jetzt aber nur ein Gedanke, ganz subjektive Meinung, da müssen etliche so viel Dreck am Stecken, um die sagen, wenn ihr mich köpft, dann lasse ich euch mit ins, dann backe ich aus. So viele Leichen im Keller, ja. Da müssen so viele Leichen im Keller sein, weil es wäre schon längst, der ist normalerweise gar nicht mehr tragbar. Nee.
Nee. Aber dasselbe Problem ist, wo ich immer wieder anspreche. Und die Thematik zieht sich ja durch, wenn ich mich jetzt zurückspringe in das Jahr 1978 bei der Bundeswehr. Ich sage, die ganzen, wenn der Staat die Finger dazwischen hat, die mögen noch so viel reden, sobald diese Politiker mit ihren ganzen Beratern die Finger dazwischen haben, die Bauobjekte, Stuttgart 21, Berlin, Elbschersee, wir können jetzt unendlich viele Sachen aufzählen, dass jede Privatfirma, die so agieren würde, wenn sie was baut, mit solchen Kostenvoranschlägen, wo die Preise und die Fertigstellungen sich in Wahnsinnszahlen 8, 10 Jahre später und 10-mal so teuer, kann es das überhaupt geben? Und der Witz ist, ich habe das ja schon erfahren, kann ich jetzt gleich sagen, 78, wie bei der Bundeswehr war. Ich habe das einmal erzählt, aber ich wiederhole das kurz. Ich habe die Funkgeräte repariert und dann haben irgendwelche rumblödelt und dann ist ein kleines Antennenkabel, haben es kaputt gemacht. Von der Grundplatte zu dem tragbaren Funkgerät. Das sind zwei BNC-Stecker mit einem Koaxkabel gewesen. Das kannst du als Endverbraucher beim Konrad für 8 Mark 50, in Mark 8 Mark 50 kannst du das holen, jeder normale Endverbrauchspreis inklusive Mehrwertsteuer 8 Mark 50. Und dann hat er natürlich eins drüber gekriegt, hier mit Strafe, weil die das kaputt gemacht hat und der musste das zahlen. Und dann habe ich einen Auftrag gekriegt, das im Ersatzteillager zu bestellen. Und dann sehe ich die Rechnung und es hat ein, kann ich genau das, ist jetzt die Zahl, ist nämlich eingebrannt bei mir, 118 Mark zahlt die Bundeswehr für das Kabel. Unglaublich. 118 Mark. Ein Kabel, das jeder normale Endverbraucher exakt dasselbe Kabel in derselben Qualität für 8 Mark 50 kaufen kann. Weil ich dann zum Kompaniechef gegangen bin und die haben ja nichts, die Wehrpflichtigen damals als Wehrdienstleister, dass der nichts verdient, habe ich gesagt, ich besorge das privat, habe ich dann gesagt und tausche das dann aus. War der Kompaniechef, der hat dann eh irgendwie einsitzen müssen für einen Tag oder was, weil da nur Schlägerei mit dabei war. Und da ist mir schon bewusst worden, was da, sobald der Staat die Finger hat, und das gilt übrigens auch, wo ich dann mit meinen Beschallungsanlagen, habe ich ja dann so viele Aufträge gekriegt. Und da werden ja Ausschreibungen gemacht und bei Ausschreibungen hast du schon mal das große Problem, dass dann Siemens Beschallungstechnik oder Philips Beschallungstechnik Spezialfirmen und da konnte ich von vornherein schon sagen, ich kann hier die Sachen, die sind so gnadenlos überteuert. Meine erste Geschichte, Rathaushalle in Weißenburg, wollte ich eine Konferenzanlage. Okay. Dass die am Rathaustisch praktisch jeder Stadtrat ein Mikrofon hat und dass man das aufnehmen kann. Und dann gibt es so Konferenzanlagen von Siemens, hatten sie leihweise eine und die hat aber nicht hingehauen, hat Rückkopplungen gegeben, weil das ein komisch hallig ist, dieser Rathaussaal. Was Siemens, das war jetzt ungefähr 83 oder was. Eine Siemens-Anlage, diese Konferenzanlage von Siemens, da kommt ein Name, weiß ich nicht mehr von der Stadt, weil ich da mal Beschallungsanlagenladen aufmacht und haben gesagt, schauen wir mal, geben wir den jungen Bursch eine Chance. Ja, Und die genau. haben die Probeweise gehabt von Siemens und die haben nur Ärger gemacht. Und dann sagt der Herr Betscher, was würden Sie da vorschlagen? Und dann habe ich mir das angeschaut und ich habe natürlich sofort dann reflektiert, wo das Problem ist. Da will ich technisch nicht drauf eingehen. Da habe ich gesagt, passen Sie auf, ich muss das zusammenbauen. Ich mache Spezialanfertigungen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe jetzt mal einen kleinen Laden. Ich bemühe mich. Ich baue das speziell für den Raum, das muss für den Raum gebaut werden. Wenn es nicht funktioniert, müssen Sie es aber nicht abnehmen. Und jetzt Cool. wusste ich natürlich überhaupt nicht, ich habe dann so überschlagen und dann habe ich gedacht, Mensch, da brauche ich die Mikrofone, die Lautsprecher, wenn ich das baue. Und dann habe ich schon gut kalkuliert, aber es ist ja die Siemens-Anlage im Hintergrund. Und dann denke ich mir so, was verlange ich nun? Und ich weiß nur, 5.500 Mark habe ich gesagt, habe ich dann gesagt, 5.500 Mark wird das kosten. Ich baue das zusammen und dann frage ich den zu nebenher, was hätten die Siemens-Anlage kostet? Also ich wollte, Entschuldigung, ich wollte 5.500, wenn ich das kriege, das wäre nicht schlecht. Ich habe so geplant, für 5.5 könnte ich es verkaufen. Und dann frage ich den, was die Siemens-Anlage kostet und dann sagt er zu mir 37.000 Mark. Und dann habe ich gesagt, meine kriegen sie für 20. Ich hätte bloß 5 verlangen wollen, weil mir da gar nicht bewusst war, wie dass die draufhauen. Ja. Und ich habe ja dann, nachdem ich die Anlage gekauft habe, innerhalb der nächsten 10 Jahre ist bei uns, ob das Stadthalle, Rathäuser, die haben alle die Beschallungsanlagen von mir geholt, weil das spricht sich dann in den Städten rum. Ja, wenn das Das funktioniert. ist dieses Monopol über die Ausschreibungen. Das war damals schon, ich rede von vor 30 Jahren. Ja, genau. Da hat sich nichts, das hat sich noch in die Gigadomie versteigert, dass das eigentlich alles unfähige Leute sind. Offiziell
Du kennst unser Spiel Offizio hinderlich sein oder wegstehen. Da kommt wegstehend. Das Offizielle her. Die ganzen Auflagen, die Schwierigkeiten, wo die haben, weil ein Riesenheer von Beamten müssen ja in irgendeiner Art und Weise beschäftigt sein. So ist es. Ganz genau so ist es. Das ist halt, das System ist krank, das ist in einer Sackgasse, das ist ja nicht zu retten. Auch wenn jetzt alle das Geldsystem austauschen wollen, das ist, da musst du dir keinen Kopf drüber machen. Ich lass dich raussterben. Aber erst wenn du das Alter hast. Und du kannst schon sterben, bevor du stirbst. Dann musst du eben einfach deine Rolle weiterspielen. Mhm. Aber ohne Angst. Und dann lasse ich Wunder passieren. Mhm. Richtige Wunder. Wunder, die jenseits deiner Logik ist, wo du aber mit dem neu installierten Programm dann sofort nachvollziehen kannst. Probier es aus, es kostet nichts. Das glaube ich, ja. Glaub ich. Das ist immer wieder. Und inwieweit bist du in der Lage, wirklich dich im Jetzt zu halten? Die beste Medizin, die du überhaupt reinschmeißen kannst, ist es einverstanden sein. Mhm. Und dir klar zu machen, dass nicht zu niemand leidet. Mhm. Die Bilder leiden nicht, auch nicht der, der du zu sein glaubst. Wenn du Zahnschmerzen hast, der Zahn hat keine Schmerzen. Wenn du Kopfschmerzen hast, der Kopf hat keine Schmerzen. Was übrigens voraussetzt, dass du an den Kopf von dem Trockenhaufen denkst, wo ist dein Kopf, wenn du nicht an den Kopf denkst? Kann etwas, was nicht existiert, Schmerzen haben? Nur sehr schwer. Das Leid entsteht immer in Existenzen. Aber existiert der, der sich das ausdenkt? Ja, wenn du dich wieder als irgendwer denkst, dann bist du automatisch schon wieder in dem Hexenkessel mit drin. Aber wie sieht es aus, wenn du wirklich eine Rolle spielst? Und jetzt ist das Beispiel mit dem Schauspieler. In dem Moment steckst du ja in den Hubi drin, wenn du jetzt glaubst, du bist der Hubi. Oder in den, der jetzt vom Computer sitzt. Mhm. Aber das ist nur eine Maske, das ist eine Persona. Mhm. Und wenn du geschlagen wirst als Schauspieler auf der Bühne, hast du keine Schmerzen, weil man das so macht, dass du das gar nicht mitkriegst. Genau. Meinst du, dass der Keanu Reeves, wenn der hier als John Wick untereinander ist und wird dann angeschossen rechts und links und dann mit dem Messer hin im Rücken nochmal, dass er Schmerzen hat? Ich meine jetzt der Geist, der die Rolle spielt? Null. Jetzt ist natürlich die Sache, ist es für dich Theorie, ist es eine Möglichkeit oder ist es schon installiert? Darum geht's. Ist es nur eine von den Möglichkeiten, dass es so sein könnte? Und jetzt muss ich wieder reinspringen. Es ist so. Das alles, was ich dir sage, die wesentlichen Aussagen, dass dein Körper nicht existiert, wenn du nicht an ihn denkst, das ist hundertprozentig sicher. Nur der zweite erklärt dir jetzt was anderes. Mhm. Weil du dich lieber an die Massenmeinung hältst. Wie sagt du immer so schön, fresst Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Die Scheiße ist dein religiöser oder dein naturwissenschaftlicher Glaube. Ja, unsere Gruppe ist ja, es gibt ja so und so viele Millionen Christen, es gibt ja die große Masse, es gibt eigentlich nur Materialisten. Die es wirklich verstanden haben, dann nimmt die erst gar nicht mehr auf. Das Auftauchen, das ist, kann es nicht verstanden haben, weil das was Vergängliches ist. Dass ich immer wieder sage, nicht einmal der Udo kann es verstanden haben, den du dir jetzt ausdenkst. Aber der Udo sagt ja eigentlich, dass ich du bin. Das rohre ich. Ich bin der, der uns zwei jetzt ausdenkt. Entschuldigung, uns drei. Mhm. Der ausgeschlossene Dritte. Genau. Alle, die reden, die wissen nicht. Und die, die wissen, die reden nicht. Ich rede nicht, sagt ich Upi. Ich lasse den Udo für mich reden. In deinem Traum. Mhm. Merkst du, wie das plötzlich einen Sinn macht? Absolut. Einen geistreichen Sinn macht? Voll. So wie ich jetzt in dir bin und du in mir. Mhm. Wir zwei sind in dem, der uns ausdenkt. Jetzt wird es alles in diesem einen absoluten Punkt zusammen. Lassen wir es, glaube ich, gut sein, Hubi. Udo, mega. Das muss ja mal gesagt werden. Überfällig. Lieben, lieben Dank, Udo. Wir schaffen das schon. Ich bin mal wieder. Bin überzeugt. Liebe Grüße an Marion. Mach ich. Ciao. So long. Ciao.